Ja, bringt dir viel, wenn der ganze Boden brennt. Da kannst du auch dreimal flüchten. Scheinbar bist du dadurch auch langsamer geworden, Wurz. Ich fühle mich immer, fühlt man sich, alles klar. Fresseverprügelung, fühlt man sich gleich jünger. Sternenstaub. Ja, ihr habt hier eine ganz spezielle Party am Laufen gehabt, ne? Deswegen fühlst du dich auch so jung. Drogen sind nicht gut. Hallo, warum guckst du auf deine Lehne? Auf einmal reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Wow, toll. Du hast Relaxo gesehen. Achso, das hatten wir schon. Genau, ich war mir nicht sicher, ob wir einfach an dir vorbeigerannt sind. Was bist du denn hier? Der Captain ist ein Meister des Schwertkampfs. Er ist unerreicht, sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Aha. So, was ist hier los noch? Hier ist doch noch richtig Party, oder? Ja. Ahoi, bist du seekrank? Hier geht noch einiges. Titus. Mach hallo. Treppe. Ich bin gerade am überlegen, was ich denn noch so für Pokémon in mein Team nehme. Das wird uns sehr spontan entschieden. Das steht fest. Ich will auf jeden Fall noch irgendwas aus der Safari-Zone, aber das... Verdammt, jetzt habe ich nicht geguckt, egal. Aber das bringt eigentlich nicht viel, welche ich schon Andreas habe. Was will ich denn dann aus der Safari-Zone haben? Ah, ein Tentacher war es. Ja, das war auch mit Glut jetzt anzugreifen. Nicht so schlau. Nein. Was könnte man denn nehmen? Ich brauche auf jeden Fall noch ein Wasser. Man könnte sich so ein nerviges Tentacher doch auch eignen, oder? Oh. Das nicht beschreien. Ich hätte ja auch Bock auf so ein Gyarados. Das hatte ich, glaube ich, noch nie im Team. Sperrstunde, die Party ist vorbei, das Schiff sticht bald in See. Sagt mir so ein kleiner Steppke, weißt du? Hey! Wie wär's mit dem Tänzchen? Ja, dann tanzen wir doch mal, ne? Monty. Monty Python. Ja. Tanz. Tanz, Mafollo, tanz. Boden ist heiß. Ah, warst du nicht so gut im Tanzen, ne? Nee, nicht wirklich. Verbrennung schadet noch, oder? Ja, hoffentlich, dafür ist sie da. So. Was haben wir denn da noch? Mushas. Ja, da wechseln wir diesmal, da bin ich gar nicht so. Ach, ist er immer noch nicht paralysiert? Ja, komm. Die rockt das schon. Und ein Absorber. Ein Absorber. Komm, gib alles. Oh, schön. Da geht einiges. Also theoretisch, ich möchte mal dazu sagen, wir haben zwei Orden. Pokémon sind aber schon Level 25. Das heißt, wir haben, es gibt bis heute Level 100. Das heißt, wir haben rein theoretisch ein Viertel des Spiels schon durch. Mit zwei Orden. Ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Und du? Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass so frische Luft und vor allem dann auch der optische Seegang einem wirklich helfen, wenn man da Probleme mit hat. So, dann hatten wir hier noch einen Raum. Die Küche. Was ist denn mit euch los? Abfalleimer habe ich merkwürdige Beere gesehen. Ich frage mich, was genau das war. Naja, einfach nicht reingucken. Hygienevorschriften sind sowieso egal. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ich sehe, ihr habt hier 10 Teller liegen. Ein Superball. So, was bist du denn da, Kerle? Ich bin der Chef de Kurs. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Ja, Lachsfilet ist so eine Köstlichkeit sondergleichen. Die Zwiebeln schälen. Eine Maronbeere. Alles klar. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag.
Armeerenbeere. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Und was auf die guten Beeren drauf? Ihr seid doch alle. Ihr habt doch alle Lack gesoffen. Das kann man nicht anders sagen. So. Jo, alles sieht schön bunt aus und. Moment, Leute. So, entschuldigt die erneute Unterbrechung. Das ist Pokémon, das ist live, das ist mir doch egal. Wie witzig, ja Gott. So, dann gucken wir mal, was könnte unser Rivale denn als erstes setzen? Was mir wichtig ist, ist, dass Rübe nicht als erstes kommt. Die brauche ich nämlich für seinen Schlock, das er wahrscheinlich schon mittlerweile hat. Jan Captain, ich wusste, ich würde dich hier treffen. Im Kenter hat man dich tatsächlich eingeladen. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Warum hast du eigentlich so viele Pokémon, wenn du immer nur die gleichen benutzt? Na, just saying. Ach, 4 Stück, das geht ja. Tauboga. Das ist sogar sehr gut, dass Grübel nicht als erste war. Moin! Leveltechnisch sieht das aber noch nicht so bedrohlich aus, wie ich erwartet habe. Ich hasse sowas. Sandwirbel sollte man verbieten. Oh yeah, gute Nacht, Madame. Dripper Level Up. Shilwalk. Jawohl. Guck mal, was ich da hab. Weiß nicht, die hatten wir glaube ich noch nicht bevor, als wir das letzte Mal uns getroffen haben, ne? Ich hab hier einen kleinen Garten aufgemacht. Warum bist du lila? Müsstest du nicht blau sein? Egal. Das ist nur lecker, die Gemüsezucht. Mmh. Der hat Werte, das ist unglaublich. Das Vieh ist 5 Level unter mir. Ich habe ein Elementarvorteil und das zieht ihn gerade mal die Hälfte ab. Nicht mal. Gut, also Absorber ist auch keine starke Attacke. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, 20 Schaden hat man irgendwie gesehen, macht ihn, ne? Aber so ein Volltreffer, das ist schon schön. So, Kevin, was hast du? Show me your moves. Sucker. Kadaver. Feuerkäfer, 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 Feuerkäfer. Ja, komm. Gehen wir mal so ein bisschen aufs gleiche Level. Was hat er denn noch als Viertes? Das interessiert mich jetzt schon. Duo-Nadel. Fußruder. Ja, Aussetzer als erste Attacke in einem Kampf. Bist ein Held. Bitte? Was? Käfer ist effektiv gegen Psycho? Okay. Das war hart. Das war richtig hart. Hätte ich nicht gedacht. Ein Radikal, ja. Der kriegt gleich erstmal richtig eins ins Gesicht. Mensch, ich bin gerade ein bisschen euphorisch. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so gut läuft. Ja, was machen wir denn da? Einfach mal Mega Kick in die Fresse. Bam. Tschüss. Achso. Ich hätte nur, wo der Ton herkommt, aber das ist Quatsch, das muss euch nicht interessieren. Hört ihr wahrscheinlich auch gar nicht. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Seine Bitch-Please-Pose auch so. Tja, mir doch egal. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Din, din. Moin Kerle, hab gehört, dir geht's nicht so gut. Mir geht's gerade nicht so gut. Captain massiert den. Oh, das Dankestür. Geh mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit Zerschneider lernen? Jetzt habe ich den Ton wieder drin. Ich hab's gerade versucht und nicht hingekriegt. Ich könnte es dir beibringen. Aber mir ist so übel.
Genau, nimm einfach das hier. Dann bringst du deinen Pokémon den Umgang mit zur Schneider ein ganz leicht bei. So. Wenn du Zerschneider einsetzen möchten tun würden kannst, kannst du kleine Bäume fällen. Probier es doch bei den Bäumen in Orania City aus. Jupp. Klingt so, als wollte ich das tun. Dann sind wir auf dem Schiff auch durch. Und dann geht's auf zur Arena. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in dieser Aufnahme noch schaffen. Bin ja schneller als gedacht. Wenn man das Verhältnis Steg zu Boot sieht, ist das ja okay, aber wir waren eben auf dem Deck. Wenn ihr an die Stelle zurückscrollt, wobei das müsste schon im letzten Video sein, glaube ich, dann guckt mal, wie groß der Steg dann im Verhältnis ist. Das passt alles nicht. Ja, ja, und jetzt darf ich nicht mehr hin, ne? Ja, wenn es in See gestochen ist, warum darf ich denn nicht am Pier rumlaufen? Wen stört das? Erkläre dich mir. So. Und dann machen wir uns mal auf. Hallo, heilen. Okay. Machen wir uns mal auf zu der schlimmsten Arena im ganzen Spiel. Ach ja, dafür brauche ich erstmal... So Leute, jetzt mal Buddha bei die Fische, wer von euch kann Zerschneider lernen? Vor allem sind vorne. Das ist auch neu. Ja, wir wollen... Graf Zahn, du hast dich gerade fürs Fortbestehen im Team qualifiziert. Fürs Erste. Schön. Kannst Zerschneider hier? Möchtest du Zerschneider hier? Ich möchte Zerschneider hier. Swag! Dabei möchte ich auch noch hier unseren starken Oberarm rausholen. Moin Monobraue! Hey, warte, du Champion in Spe. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den Blitzschnellen. Arenaleiter. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Flug und Wasser sind ihm hilflos ausgeliefert. Er nutzt auch gerne Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Nennen wir das jetzt Rätsel, ja? Was hat das mit dem Rätsel zu tun, dieses Zufallsgerate hier? Das hier ist kein Spielplatz, mein Jung. Ja, kein Spielplatz. Matrose, Reto. Ist auch so ein Name, ganz komisch irgendwie. Karate. Ich hab gesagt Karate. Aber die sind schon 21. Major will schon so 25, 26, 28 vielleicht sogar haben. Oder geht er schon auf die 30? Das wäre ein bisschen heftig. Wenn wir hier gerade mal mit Pokémon um die 20 kämpfen, dass der dann schon 30er hat, wäre ein bisschen heftig. Aber so Ende 20 kann ich mir vorstellen. Mitte bis Ende 20. Gute Nacht. Einfach alle in meine ausgestreckte Faust laufen, dann ist das schon fertig, das Thema. Wow, wie überraschend. Verschiedenfarbige Lichter blinken. Na, das ist ja meine Aussage. Ich bin ein Fliegengewicht, aber um mit Elektrizität bin ich ein Profi. Mechaniker. Dahin solltest du keinem Elektrokabel zu nahe kommen, mein Junge. So, komm hier, Karateschlag, all over your face. Funkensprung? Paralyse? Nein. Okay. Bin ich ja beruhigt. Magnetilo, nein. Ich hoffe ja, Major Bob arbeitet nicht mit Explosion. Bin ich ziemlich gearscht. Ach was, das wird schon. Andreas hat ein sonnenhohes Level und ist sowieso schneller als alle anderen. Tschüss, Alfred. Ein Kurzschluss. Ja, meine ich doch.